shitty food we got back in the joint. I wouldn't say I miss it, but I definitely eat it. Yep. Anyway, let's head on. We should find something on the way. Man, I'd die for a burger. Well, I'll let you know if I find a burger joint. Yeah, you do that. Ja, und mit der Unterhaltung sage ich mal, grüß euch Leiden. Willkommen zurück bei Way Out. Ja, Boy. Ich habe wieder den Boy, den Outsider bei mir. Meinen geilen Koteletten. Warte mal kurz. Optionen. Was denn? Oh fuck. Oh fuck. Audio. Was ist los? Was ist los? Stell nochmal lauter. Nein, nicht so laut. Das ist doch ein bisschen leise. Also hast du das Spiel zu leise gemacht, oder was? Ja. Nicht der Teamspeak zu laut. Aber oh, nee, es passt alles. Warte mal, wie renne ich nochmal? Kennst du das? Achso, so, okay. Ich spüre auf der Keyboard. Kennst du das, wenn du ein Spiel extrem lange nicht mehr gespielt hast und du kennst die Steuerung nicht mehr? Ja, leider. Wir haben leider beide immer nie richtig Zeit gehabt, dass wir zusammen spielen. Aber jetzt haben wir uns wieder mal zusammengerafft, dass wir mal wieder zusammen spielen. Audi, komm wieder zurück, wir müssen, glaube ich, da oben. Ich komme. Rennt deiner Aussage, also wir versuchen jetzt, ich meine, es geht ja insgesamt, geht es ja gar nicht nur 5 Stunden. Also, ich glaube, 2 Stunden haben wir ja schon aufgenommen. Ja, irgend sowas. Und jetzt versuchen wir noch die letzten 2 irgendwie zu aufnehmen. 2 bis 3 Stunden. Kein An durch, ja. Oder? Jo, hast du eigentlich rechts unten auch so ein. Was denn? Signal. Oh, du bist gerade runtergebackt. What the fuck? Das könnte so ja, hab ich auch auf deiner Seite. Leo, help me. Hilf mir mal ein bisschen, hä? Nee. Ja. Yeah. Die Muckis, Mann. Was denn, Schatz, das drüber krank, gell? Leo. There's a camp down there. Yeah. But it looks empty. Yeah, you're probably right. Warte, man hat da nicht gerade noch ein Lagerfeuer? Ja, Krach, gell? Alright. War da nicht gerade Rauch? Ja, ey, das meine ich ja. Da war gerade Rauch. Was das ich nicht verstehe. Das ist sicher leer, Mann. Was ich nicht verstehe ist, du hast. Schau mal, du hast so ein Unterhemd an. Ja, und du hast ein Hemd, ne? Ja, aber ich hab die Häftlingssumme drauf und du nicht. Warum? Ich bin keine Ahnung. Mach so aufwühlen. Hui! Ey, wir sollen fischen. Dreh dich mal um, dreh dich mal um. Hui! Lass uns jetzt mal kurz mal die. Warte mal. Wir kreisen sie ein. Was machst du? Holen wir mal erstmal einen Speer. Ach, hier gibt's einen Speer? Ja, schau, hier, Speerschnitzen. Oh, tatsächlich. Almost there. Okay, so. Gut. Ich positioniere mich mit Speer und du schreibst es auf. Warte kurz. Ja, ja. Hui. Schreib's auf. Einer kommt, einer kommt. Komm, die kommt. Von wo? Ah, da. Kusch. Was machst du? Kusch. Hallo? Wo scheißt es denn du hin? Wo sind denn die hin? Ah, die sind an mir vorbei. Gott! Ui, das kann was werden, Mann. Mhm. Ah, keine Sorge, ich bin in Wirklichkeit Bear Grylls, weiß nur niemand. Mhm. Bear Grylls für Arme vielleicht, gell? Kusch! Kusch! Ja, komm her, komm her zu mir, du musst es mehr zu mir locken. Ja, mach ich doch schon. Weißt du, er sticht leider nur Kürzen gerade auf. Wow. Komm schon, Puppi, jetzt! Oh Mann. Sonst geht, scheichst du mal auf, ich geh dir entgegen. Okay. Das wird irgendwie zu schaffen sein, oder? Ja, irgendwie muss das ja gehen. Rück mit euch, ihr Biester. Nein, oh Mann. Ah, verdammt! Behindert, Mann. Keine Sorge, falls mal irgendjemand mit uns zufällig in der Wildnis irgendwo ist. Landet, wir schaffen es hundertprozentig nicht zu überleben. Wir wissen, komm, sicher, easy. Guck mal, ich bin der Wasserplätscherer. Alter, das ist ja mal dumm, das ist ja mal richtig.
Hallo? Na komm! Das gibt's doch nicht. Da ist das dumm. Vor allem, dass er so wenig. Weißt du, er tut ja auch nur grob abstechen, anstatt dass er grob aus. Und die Fische schwimmen hin und wieder in Steine rein. Ja, das muss man. Das muss man das Spiel. Das muss man verzeihen, ganz ehrlich. Jetzt? Wo? Hin und wieder schwimmt einer vorbei. Ja, warte, der verarscht mich. Ach komm, da kommt das einmal wieder. Ja! Jawoll! Ich will jetzt einen Fisch fangen, jetzt bin ich dran, oh Mann. Ohne Scheiße, ich mach mal das hier. Füßchen! Füßchen! Du musst mehr Wasser. Mach ich halt den Scheiß vorhin. I'm gonna need some more wood for the fire. You're gonna need some more wood for the fire, boy. Eben, aber ich laufe jetzt mit dem scheiß Speer herum. Warte mal kurz, ich kann ablegen, warte kurz. Wow. Schau mal, ich lege einen Speer mit Fisch einfach mitten ins Gras. Geil. Ja, Natur pur, Mann. Warte, ich schreib's da zu dir auf. Ha! Siehste? So geht's. Man braucht einfach nur einen kompetenten Partner, einen kompetenten Partner, der was die Fische gescheit aufscheicht. Hier sind Zweige. I should be able to find some wood over there. Okay. Hallo. Hi, na. Ah, that ought to do it. Ich blas mal. Jo, das kannst du ja gut. Halt's mal. Hui. Hä? Hey, jo, cool. Nice. Wir haben's geschafft. Nice, wir haben überlebt. Wusste ich immer schon, dass wir das können. Hab ich gerade den Fisch weggeworfen? Keine Ahnung. That tasted like shit, man. Well, you know, it is what it is. Yeah? And my fucking feet hurt. What about yours? I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. Yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. You? Me too. And a kid. Alex. Fucking miss him, man. Yeah, I hear you. That piece of shit Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that. So, let's go after him. Together. Look, Vincent. I need to know what your story with Harvey is. Okay? All right. I was a regular guy with a boring bank job. One day my brother brings in a new client, Harvey. Let me guess. Money laundering. Yeah. Money was easy. But Harvey just kept coming in with more and more cash. And I couldn't handle it. It was too risky. So I told him I wanted out. He killed my brother as a warning. After that, I lost it. I planned on killing him. But the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry. So, what's your story with Harvey? You fucked me over, that's for sure. I mean, what are we gonna...
Wait, you hear that? Ah, shit. We're closing in. We gotta move. Ah, my fucking feet. Just suck it up. Don't worry about it. I got it, okay? Ja, moin, ne? Hubschrauber. Hubschrauber. Ui. So, you used to work in a bank, huh? Figures. What are you implying? Well, how should I put it? You're kind of uptight. I'd rather be uptight than a loose cannon. Thanks for the compliment. You're welcome. You know what? What? You're actually the first guy who worked in a bank that I've talked to without a gun in my hand. Look at that. You're making progress, Leo. Oh, da unten ist ein Haus. Hier geht ein Weg runter. Wohnt auch niemand. So zufällig, gell? Ja, zufällig. Aber wie weit müssen die jetzt gelaufen sein, dass die jetzt in Zivilisation sind? Let's check it out. Vincent, siehst du das Haus? Nö, nee, was für ein Haus, Mann. Wo? Hä? Hä? Welches Haus? Guck mal her. Da ist ein Baum. Hä? Wo ist denn hier ein Haus, Mann? Hä? Sehe ich nicht. Oh, Mann. Sieht, ey, da ist ein Auto drinnen, schau mal. Come on, man. Ah, Koop-Aktion. Wie immer, die Aluminiumplatte. 13 Tonnen wiegt. Willkommen in Amerika. Don't you worry, honey. Those two fools come around here. They'll get a taste of old Betsy. I say we take them out. Are you crazy? It's an old couple. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean, we tied them up or something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get them out of the house. What do you have in mind? See that barn over there? Yeah. We release the horses. Release the horses? How's that gonna help? Trust me. They'll be forced to go get them back. I don't know, man. Ja, machen wir Pferde freilassen, ist doch klar, Mann. Ja. Sure, wherever, man, let's try. Okay, come on. Ich bin jetzt so fürs Fesseln. Ah, ich schon, mag ich eigentlich ganz. Was? It's locked. Oh yeah. How do you know they got horses in there? It's a horse barn, Leo. What else should they have? But still, you sound so sure. I mean, it could also be empty. You hear that? Yeah, I do. Oh, eine Kuh. Kulimu. Also entweder müssen wir bei einem Fenster rein, oder? Oh, ich kann mit der Kuh interagieren. Echt? Sorry about this. I can't help but thinking about a big juicy steak right now. Ich will mein Gras nicht. Oh. Oh. You can crawl through that barn hatch. Let's find something to climb up there. Wir brauchen irgendwas zum Hochklettern. Liegt irgendwo ein Lord da rum? Da, Lord da, am Baum. Oh, ah ja. Ich hab's gefunden. Also darf ich rauf? Ja, ich meine, das ist ein altes E-Badl, warum sollen wir die fesseln, oder? Vor allem ist das ja noch viel auffälliger, als wenn wir einfach da die Pferde freilassen, oder? Ja, klar. Außerdem bekommen wir... Oh. Vincent, first we release the horses, then we push this piece of shit down. Stimmt. Ich wollte gerade was sagen, was willst du, hast du vor? There are the horses. I'm not sure about this, but let's release them.
One down, two to go. Yep. Let's free them all. Kann man mit die Pferde. Na, du kannst reingehen in die Box, oder? Ist das richtig? Hallo. Ist eine unsichtbare Wand. Hallo, wandelnder Leberkas. Come on, get moving. Oh, süß. Hey, du kannst das machen mit sie? Ja. Don't you want to be free? Now we just need to scare him out of here. Los geht's. Na, warte. Ich möchte ein Pferd schreien. Da kann man da hinten auch. Warte kurz. Warte kurz. Ja, genau, für eine normale Mischmaschine bist du schwach. Egal. Ja. Alter, das ist eine Mischmaschine, dreischer Laube. Ich kann dir sagen, du sollst endlich herkommen. Okay. Escaping, honey. Oh dear, didn't we lock the barn? Of course I did. Come on, let's go. Peace. See, I told you. Yeah, let's just hope these horses keep running. They will. Yeah. Nice. Umziehen, zum Truck gehen. Ja, in der anderen Scheune habe ich einen Truck gesehen. So, wie kommen wir jetzt rein am besten? Ich glaube, die haben vorne auf. Fenster hier. Oder ich glaube, wir haben den vorne offen lassen. Okay. Oder du machst mal einfach auf. Jo, haben die. Die haben hier eh offen lassen. Okay. My wife always says that I don't look good in hats. Wo bist du? Let's prove her wrong. Wo bist du? Oben. Bist du oben? Ja. Ich bin oben. My eyes are starting to look puffy. Hell yeah. Jawohl. I look good. Oh man. Ich nicht hübsch aus? Oh ja. Richtig hübsch. This must be one of the new fancy models. Neu. Kennt sich da voll aus, ne? Nämlich neu, verstehst? I used to be pretty good at this. Oh nee. Looking good, man. Steady now. Oh, damn. Yeah. Still got to start from scratch, I guess. Hey, Vincent, let's change clothes. Und wo? Hey, my grandma had one of these. Come on, are you serious? Hey! Oh, nice. Guten Nacht. Oh, nice. Hab ich auch gerade gesagt. Wie sehe ich aus? Ja, ist scharf, ne? Ich hab hier kurz noch was zu erledigen. So. Irgendwie bin ich der vernünftigere von uns beiden, kann das sein? Nee. Always found these kind of soothing. Nee. Wo hast du die Shotgun? Die Shotgun might come in handy. Typisch amerikanisch! Alter, war der nicht gerade zuerst unten am Tisch unten? Typisch amerikanisch erstmal. Ja, aber ganz ehrlich, ist sie nicht zuerst im Tisch unten gegangen? Ja, vielleicht können wir die auch noch nehmen. Hä? Nee, die liegt hier nicht mehr. Hä? Hey! Benju! Hä, hey, was? Damn it! Au, wo bist du? Ich kann die Cops anrufen. Nice. Hi. Is this Steve? No? Rob? No? For the love of... Oh, come on. Damn it. Hey.
right. One large with extra pepperoni, please. Thanks. Ich mach grad voll viele Scherzanrufe. For the love of... Oh, come on. Oh, shit. Damn it. Ach, komm. Okay, yeah. I'm sorry. Wrong number. Wo bist du? Oh. Damn, this is a big ass gun. No one there? Huh. Ah, shit. It's not working. Yeah, that's it. We need to throw some wood in there first. Oh man. Oh, man, kann keine Klavier spielen. That should do it. All right, let's light it up. Nice. Fire in the hole. Damn it. For the love of... Wie man das? Fuck! Almost there. Right? Boom! Oh, come on! Damn it! Damn it! Fuck! Okay, yeah. Wunderschön. Gehen wir zum Truck. Ja, komm mal her, hey, kurz. Kann man die Muni aufheben? Nee, leider nicht. Ich hab schon probiert. Aber die Schotze ist ja leer. Achso, das ist eine alte. Ah, das ist ja ein alter Repetierer aus dem ersten. Aus dem Ding. Warte mal, wir haben doch Hunger, ne? Hier ist noch der Küppel. Echt? Wow. Ja. Ich wasche ab. Echt jetzt? Looks freshly made. Oh, geile Bratwurst. Bratwurst. Ja, können wir nicht irgendwas essen? Ich meine... Normal schon, oui. Oder? Hätte ich. Nice. Ich geh da mal raus. This fucking war, man. Kommst du noch? Ah, es ist gerade der Vietnamkrieg. Yeah. Ich spiel in den 70er Jahren. Ja. Get over here and help me with this door. Nee. Doch. Press start.